Die Leute sagen immer, was ist das beste Fahrrad für mich? Was für ein Fahrrad soll ich nehmen? Was für ein Fahrrad brauche ich? Ich weiß nicht, wie du aussiehst, sowieso über das Telefon oder mit der E-Mail. Aber dann sagt man halt, was für Fahrrad du fährst, wohin du fährst, ob du Rennen fährst, auf der Straße fährst, ob du berghoch, bergunter, wie dick bist du, wie klein bist du, wie groß bist du. Das sind alles Fragen, wo ich wissen muss. Zum Beispiel, wir haben drei verschiedene Fahrräder hier. Das Stradale R7 ist ein ganz, ganz leichtes Rad. Das hat die Shimano Dura-Ace 9000 drauf. Die Sitzstange ist ganz dünn an dem Fahrrad, aber es ist trotzdem noch ein ganz steifes Rad, weil es trotzdem noch eine BB30 Bottom Bracket hat. Das ist der neueste Prologo Sattel, der hat das Neoprim da drauf. Ich kann dir nicht viel erzählen von dem Sattel, aber das Beste, was ich dir erzählen, den fahre ich schon seit einem Monat und der ist echt super genial. Erstens mal sieht er gut aus, zweitens mal das Gewicht ist richtig an dem Sattel und da sitzt man oben drauf, ist genial und dann rutscht man halt nicht mit dem Neoprim. Aber da gibt es so viele Details von dem, kann man ja auf der Prologo Webseite auch mal nachschauen. Auf diesem Modell mit der Dura-Ace haben wir die Aluminiumfelgen drauf gemacht, die sind ganz leicht. Und das ist ein schönes Fahrrad für in die Alpen oder für auf den Berg rauf oder sowas zu machen. Das Stradale R7 ist unser leichtestes Fahrrad. Das Fahrrad hat ungefähr 15 Pfund und da können wir es natürlich noch viel leichter machen. Mit einer anderen Lenkstange oder was können wir alles noch leichter machen. Und dann haben wir hier ein anderes Rad. Das ist sehr aerodynamisch. Das Fahrrad haben wir in Blau und in Rosa. Das hat ganz dünne Stangen, aber es ist auch ganz schön dick. Das Fahrrad ist natürlich ein bisschen schwerer. Das blaue Faenza-Fahrrad ist wie alle Fahrräder von uns 100% Carbon Fiber. Das ist ausgestattet mit einer Shimano Dura-Ace 9070 elektronische Schaltung. Wie man sieht, die Schaltung ist alles elektronisch, nur mit einem kleinen Kabel hinten. Die normalen Fahrradfelgen sind 25 mm weit. Das ist 27 mm weit, dann ist der Reifen ein bisschen dicker und dann kommt man besser in die Kurven rum. Die Felge ist eine Vollcarbon-Felge, das ist 50 mm vorne und hinten tief. Und das ist ein ganz leichtes Rad für ein Aero-Fahrrad, ein aerodynamisches Rad. Das ist ungefähr 15 Pfund oder 15,5 oder 16. Dann haben wir noch ein drittes Rad, wir haben viele Räder, wir haben ungefähr 25 verschiedene Räder, aber das ist auch ein Carbonrad, wir haben nur Carbonräder, wir verkaufen nichts anderes, nur Carbonräder. Das ist unser Napoli-Fahrrad und das hat eine runde Querstange. Ich weiß gar nicht, ob das richtig Deutsch ist, das weiß ich halt nicht, wie das in Deutsch heißt, ich bin schon zu lange weg. Aber trotzdem, das Fahrrad ist sehr, sehr gut zu fahren und das Fahrrad ist auch noch ganz schön steif. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser erklären soll in Deutsch, aber ich muss vielleicht noch mal wieder in Deutschland Urlaub machen, könnt ihr mich mal einladen aufs Fahrrad fahren. Aber das Fahrrad bin ich lange gefahren, das Fahrrad bin ich bestimmt für 6 Monate gefahren und das Fahrrad ist super. Ich habe auch Kriteriumrennen mit dem Fahrrad gefahren und ich bin auch nicht der dünnste Radler und ich bin 180 Pfund und das Fahrrad war super mit der großen dicken BB30 Baden Bracket. Das Fahrrad hat eine Campy-Ausstattung drauf. Das Campy 11 Super Racket. Die meisten Stradale-Fahrräder, die wir verkaufen, haben immer den Prologo-Sattel drauf, weil wir sind sehr zufrieden mit denen und es ist ein guter Sitz. Die Stradale-Felgen sind Carbon-Felgen, die 50 mm dick, 50 mm tief. Wir verkaufen die Felgen für 850 Dollar. Das sind, weiß auch nicht, wie die Umrechnung ist, vielleicht 700 Euro. Und die meisten Felgen, wo man so kauft, wo vergleichbar sind, kosten vielleicht 2.000 zu 3.000 Dollar oder Euro. Aus den drei Stradale Carbon Fahrrädern, die wir heute vorgestellt haben, ist das Napoli wahrscheinlich das Beste für den Universal Fahrradfahrer. Das ist super schnell, kann man Rennen fahren, aber auch mit der gekürften Tarp Tube hier kann man auch sehr gemütlich fahren. Aber es ist nicht das gemütlich, bitte nicht verwechseln mit dem, das Fahrrad ist super steif. Wir verkaufen nur High-End Fahrräder. Wo man Rennen fahren kann. Wir haben nach 3 oder 4 Profi-Teams und die fahren alle unsere Fahrräder seit 7 Jahren schon. Vom Anfänger bis zum Profi kann man das Fahrrad fahren. Und jedes Fahrrad, ist egal was man da drauf haben, kann man in 20 verschiedenen Ausfertigungen kriegen. Wir haben alles von Camping Yolo zu Shimano oder auch SRAM und Microshift. Wir können alles kriegen, aber
Am liebsten ist mir halt die neue Durace oder die Olteca Shimano. Die habe ich am liebsten. Aber es ist halt auch Geschmackssache, was man will. Die Preise hier sind viel, viel billiger wie das deutsche Geschäft. So, und wir schicken über die ganze Welt. Viele, viele Leute fragen mich immer nur, warum sind deine Fahrräder so billig? Warum sind die Stradali-Fahrräder billiger? Das ist ganz einfach. Wir verkaufen nicht durchs Geschäft, wir verkaufen nur über unsere Webseite und wir kaufen das direkt von der Firma. Von derselben Firma, wo die anderen auch herkommen. Dieselbe Qualität, dieselbe alles drum und dran, kommen alle von Taiwan und das sind dieselben Fahrräder, wo man auch in der Tour de France sieht. Und was noch, wir machen nur, soll ich vielleicht nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, zwischen 8 und 12% an jedem Fahrrad. Wir machen alles nur direkt von der Firma, direkt zu uns, vom Container zu uns und dann in die Schachtel und dann direkt zu dir auf der Couch. Und dann kannst du in der Garage selber zusammenbauen.